Ja, wie ist der Unfall mit der Kutsche passiert? Ich war in der Kutsche und weiß nur noch, wie es einen starken Windstoß gab und kurz ein Schatten über uns huschte. Es gab ein lautes Krachen und die Pferde gingen durch. Sie schleuderten die Kutsche geradewegs gegen den Baumstamm, der den Weg versperrte. Ach, es war furchtbar. Gut, okay. Willkommen in unserer schönen Stadt. Sicher seid ihr wegen des Apfelfestes hier. Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Diplomaten aus Ferdok. Sein Name ist Gerling. Die Leute hier sprechen über eine Bestie, die hier im Tal ihr Unwesen treiben soll. Was haltet ihr davon? Das Apfelfest, was soll das sein? Ihr seid der Bürgermeister, da könnt ihr mir sicher ein paar Fragen beantworten. Eigentlich suche ich Gerling. Der Diplomat Gerling kam schon vor einigen Tagen hier an. Er hat sich ein Zimmer im Wirtshaus genommen und hier Nachforschung angestellt. Zuletzt war er Gast von Kaufmann Eirich. Was er dort wollte, weiß ich auch nicht so genau. Ein recht verschwiegener Mann, wenn ihr versteht, was ich meine. Er ist erst heute Morgen nach Brenzheim aufgebrochen. Ich möchte über was anderes sprechen. Das Apfelfest, was soll das sein? Ihr wisst nicht um das wichtigste Ereignis in der gesamten Region. Gewiss wollt ihr mich nur auf die Probe stellen. Aber nun gut. Das heilige Apfelfest findet alljährlich um diese Zeit hier im schönen Talon statt, um der Göttin Perrein zu huldigen. Ihr verdanken wir unser schönes Leben, die malerischen Apfelbaumhaine und nicht zuletzt unseren großen Wohlstand. Ich möchte über was anderes sprechen. Die Leute sprechen von einer Bestie, die hier im Tal ihr Unwesen treiben soll. Was haltet ihr davon? Ach was, Bestie, sowas Lächerliches habe ich in meiner gesamten Amtszeit und ich bin schon sehr lange Bürgermeister nicht gehört. Nein, ein paar dumme Goblins haben sich hier niedergelassen und wegen den Vorbereitungen auf das Apfelfest haben wir noch nicht die Möglichkeit gehabt, sie von hier zu vertreiben. Ihr solltet nicht auf das Geschwätz von Bauern hören, Brennoir. Ich möchte noch etwas anderes fragen. Könnt ihr mir einige Fragen beantworten? Aber natürlich. Erzähl mir von Talon. Talon ist das schönste Städtchen in der gesamten Region. Habe ich schon erwähnt, dass ich schon sehr lange die Ehre habe, hier Bürgermeister zu sein? Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Was könnt ihr mir über den Brenzheim erzählen? Brenzheim ist das oberste Heiligtum der Pereine hier in der Region. Fragt die hiesigen Pereingeweihten, wenn ihr mehr erfahren wollt. Ihr findet sich sicher in der Nähe des Tempels. Das war alles. Lebt wohl. Ja. Der Weg nach Morolosch trifft Gerling in Talon. Ich habe Gerling verpasst, er ist schon weitergezogen. Aber der Bürgermeister von Talon konnte mir sagen, wo ich ihn finden kann. Laut Bürgermeister Stiftwitz ist Gerling zum Heiligtum in Brenzheim aufgebrochen. Da die Brücke östlich von Talon zerstört wurde, bleibt nichts weiter übrig, als den langen Weg über das Westtor zu nehmen. Noch mehr marschieren. Hätte der alte Zausel nicht den einen Tag auf uns warten können. Ja, Vorgrim beschwert sich. Na, wen haben wir denn da? Noch mehr Besucher zum Apfelfest, ha? Huh? Also, bevor ihr nach Brenzheim weiterreist, würde ich euch empfehlen, bei mir mal den einen oder anderen Humpen Apfelwein zu trinken. Dann reißt es sich gleich viel beschwingter. Also, was darf sein? Ich bin auf der Suche nach einem Diplomaten aus Ferdok. Sein Name ist Gerling. Er hat sogar gewisse Ähnlichkeit mit euch. Kleiner, dicker Mann, Glatze. Ja, der war hier, getrunken hat er aber nichts. Hat laute Fragen gestellt über den Kaufmann Eirich und über seine Familie. Über die Sage von den Drachentötern, solche Sachen halt. Gestern ist er dann überstürzt nach Brenzheim aufgebrochen. Ich würde gerne noch etwas anderes besprechen. Könnt ihr mir etwas über Talon erzählen? Das will ich doch meinen. Ich weiß alles über Talon. Was ist das Besondere an diesem Städtchen? Das Besondere, ihr könnt jetzt viel von Drachen, Zwergen und heiligen Städten erzählen, aber für mich ist das Schönste an Talon das alljährliche Apfelfest. Da wird gefeiert, getanzt und gesungen. Alle danken Pereien für die reiche Ernte und freuen sich einfach ihres Lebens. Schade, dass es dieses Jahr wohl nicht ganz so heiter zugehen wird. Ich würde gerne noch mehr über die Stadt wissen. Ihr wisst doch sicher mehr. Das will ich wohl meinen. Ich weiß alles über Talon. Was denkt ihr über die Geschichte, die ihr von der Bestie erzählt, die im Talholz ihr Unwesen treiben soll? Ach, das sind Geschichten, nichts weiter. Das ist garantiert eine List von diesen Goblins ausgeheckt. Um uns Angst einzujagen. Wer weiß, am Ende haben sich ein paar von ihnen ein Kostüm gebastelt, um die Reisenden und Pickern Angst einzujagen. Ich würde gerne noch mehr wissen. Habt ihr eine Idee, weshalb die Brücke draußen vor der Stadt eingestürzt ist? Viele erzählen sich, es wäre die Bestie gewesen, aber ich glaube das nicht. Immerhin war sie ja schon sehr alt. Wenn da alle Jahre wieder schwerbeladene Wagen drüber fahren, dann kann es schon mal passieren, dass was kaputt geht. Mir soll es recht sein, so kommen mehr Leute durch unser schönes Talon und kehren bei mir ein.
Ja, fürchtet ihr euch überhaupt nicht vor den Plünderern, die Talon bedrohen? Ihr wo, mit der Tapferkeit des Hauptmanns und der Vorsicht des Bürgermeisters werden wir das schon überstehen. Auch wenn die beiden sich oft in der Wolle haben, könnte doch keiner ohne den anderen auskommen. Vielleicht schaffe ich es ja und sie versöhnen sich eines Tages bei einem guten Krug Apfelwein. Ich würde etwas anderes sprechen. Was habt ihr anzubieten? Apfelwein. Ja, das war klar. Kein helles Pferdocker, dafür Apfelwein. So, wir wissen jetzt schon mal, also da ist der Hauptmann, dass wir die Stadt verlassen müssen demnächst. Allerdings wissen wir jetzt auch, dass er doch mehr über Gerling weiß, als er zugeben will. Auch wenn wir ihn gerade nicht anvisieren können. Was ist so wichtig, dass ihr mich... Ich würde euch gerne was Persönliches fragen. Ja, nicht wohl. Also er sagt uns nichts Neues. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder zu Mutter Süßen mit dem komischen Namen und verkaufen unseren restlichen Firlefanz hier. Ach. Ja. So. Und dann gehen wir uns mal den Perrein-Tempel angucken. Und von da aus gehen wir dann zu den Stadttoren. So wie es aussieht, nämlich ist der Priester im Tempel. Ja, der Abt von Talon ist hier drin. Ist ein sehr interessanter Perrein-Tempel, wo die Betten der Leute einfach so offen rumstehen. Aber dafür schlagen die Glocken wohl regelmäßig. Willkommen am Kloster von Talon. Wie kann ich euch helfen? Könnt ihr mir etwas über Heilkunde beibringen? Okay. Ach, ihr seid es wieder. Wie kann der Perreine Geweihte euch zu Diensten sein? Die Menschen hier sprechen über eine Bestie. Könnt ihr mehr darüber erzählen? Bürgermeister Stippwitz sagt, dass alles nur Geschwätz der Bauern sei und dass die Probleme hier nur vor den Goblins herführen. Wobei anzumerken ist, erst als die Wache zurück nach Talon beordert wurde, haben sich die Goblins hier niederlassen können. Es scheint, als ob die Furcht vor dem Gegner uns mehr Schwierigkeiten bereitet hat, als der Gegner zu Anfangs in der Lage war. Andererseits hat bisher niemand die Bestie zu Gesicht bekommen und scheint somit nichts weiter zu sein als ein Hirngespinst. Wie seht ihr die Angelegenheit? Naja, wir können nicht ausschließen, dass hier wirklich ein Monster sein Unwesen treibt. Viele Menschen hier glauben ja, dass es sich um eine Strafe der Götter handelt, aber das glaube ich nicht. Die Götter sind nicht so rachsüchtig und kleinlich. Eine Rache der Götter, hätten die Götter denn einen Grund, sich zu rächen? Eine alte Geschichte, aber die muss euch nicht kümmern. Überreden, ihr verheimlicht mir doch nichts, oder? Gebt euch einen Ruck und erzählt mir davon. Nein, natürlich habe ich nichts zu verheimlichen. Vor langer Zeit verschwand im Preinzein eine Geweihte namens Hesperia. Ich weiß selbst nicht viel darüber, da solltet ihr wohl lieber mit den Geweihten in Preinzein sprechen. Vor allem der Chronist dort hütet die heiligen Chroniken dieser Gegend. Sie enthalten umfassendes Wissen über die Geschichte dieser Region. Ich möchte noch etwas anderes sprechen. Erzählt mir von eurer Gottheit. Ich wüsste nicht, was ich euch erzählen könnte, was ihr nicht schon wissen werdet, aber ich will eure Neugier dennoch gerne versuchen zu stillen. Als eine der Zwölfe ist die gütige Göttin der Heilkunst, der Pflanze und des Ackerbaus. Ist sie die gütige Göttin. Der 10. Mond im aventurischen Jahreslauf ist allein ihr gewidmet und nahezu alle Bewohner Aventuriens beten auf die ein oder andere Weise zu ihr. Ihr Symboltier ist der Storch, der dem Volksglauben nach mit einem langen Schnabel die Saat in den Boden steckt. Ihre heilige Pflanze sind Apfelbaum und Knoblauch. Wie ihr an meinem Gewand sehen könnt, ist ihre heilige Farbe grün. Ja, noch was anderes.
Ja, das kennen wir alle schon. Könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten? Sehr gern. Kennt ihr die Vorarbeiter, der für die Reparaturen an der Brücke vor dem Osten der Stadt verantwortlich ist? Ich frage mich, warum er so furchtbar schlecht gelaunt ist. Ach, ihr meint Sieger Darian. Ja, das ist schon ein mürrischer alter Kauz was. Aber ihr müsst versuchen, ihn voll zu verstehen. Der Bürgermeister und Kaufmann Eirich sitzen ihm im Genick, dass die Brücke auch ja schnell fertig wird. Und sind sich dafür viel dafür zu bezahlen zu wollen. Außerdem noch die Gefahr durch die Goblins. Da kann man schon mal mit dem Nerven durch sein. Am schlimmsten hatte ihn aber wohl die Fuhrfrau in Rage gebracht, die ihm das Holz für die Reparaturarbeit geliefert hat. Ich habe es nur von fern gesehen, aber sie redet pausenlos auf ihn ein, bis er schon fast mit der Säge auf sie los ist. Da ist sie dann flugs zum Stadttor hinein, aber Daria haben wir vielleicht geladen, das kann ich euch sagen. Ja, wegen ihren doofen Pferden. Könnt ihr mir noch mehr Fragen beantworten? Was sind eure Aufgaben innerhalb des Ordens? Ich bin das, was man am ehesten als Heiler und Seelsorger bezeichnen würde. Ich kümmere mich um alle Belange, bei denen ich Trost spende oder Wunden heilen kann. Könnt ihr mir noch mehr Fragen beantworten? Was könnt ihr mir über den Prenzhain erzählen? Prenzhain ist ein altes Heiligtum unseres Ordens. Sein Herzstück ist der heilige Apfelbaum der Perrein. Dort leben auch zwei weitere Mitglieder des Ordens, der Chronist Zoyan und die Hüterin Ulinai. Wenn ihr mehr über die Geschichte Talons erfahren wollt, dann kann euch Zoyan als Hüter der Chroniken sicher weiterhelfen. Das war alles, lebt wohl. Also, mehr Informationen, nichts Nützliches. Nur, dass hier irgendwann mal was passiert ist, vor vielen, vielen Jahren. Gut, wir sind wieder draußen. Das heißt, wir können jetzt nichts anderes machen, als zum Westtor zu gehen. Und auch mit dem Hauptmann zu reden. Und hoffentlich kann uns der Hauptmann noch ein bisschen was beibringen. Wir könnten nämlich zum Beispiel alle noch ein bisschen mehr Ausdauer gebrauchen. Ja, du sorgst für zwei Behinderungen, gell? Mhm. Also ja, da ist der Hauptmann und ich weiß, ich gehe latsch gerade wieder mitten durch den Boronsacker durch. Also gerade für Vorgrim wäre Rüstungsgewöhnung eine höhere ziemlich nice. Also die letzte Stufe. Und ja gut, Ausdauer kann er auch haben. Ausdauer für mich wäre auch nicht schlecht. Oh, die habe ich noch gar keine Ausdauer gegeben. Du könntest aber auch ein bisschen mehr Ausdauer vertragen. Halt! Das Tor ist bis auf Weiteres geschlossen. Da draußen ist es zu gefährlich. Ich bin im Auftrag von Graf Grovin unterwegs und muss dringend nach Prenz sein. Was soll denn da draußen so gefährlich sein? Ich habe sowieso noch Dinge in der Stadt zu erledigen. Ich komme später wieder. Was soll da so gefährlich sein? Goblin-Plünderer. Sind vor einigen Tagen hier aufgetaucht und halten jetzt das gesamte verdammte Tal in Schach. Der Bürgermeister weigert sich etwas zu unternehmen, weil wir in der Unterzahl sind. Aber eine Verstärkung aufs Ferndorf will er auch nicht schicken. Mittlerweile wagen sich diese Biester bis an die Stadtmauern heran. Ich bin im Auftrag von Graf Grovin unterwegs und muss dringend nach Prenz sein. Mag sein, aber der Stadtrat hat den Befehl gegeben, die Tore zu schließen. Die Gegend um Talon ist nicht mehr sicher. Goblin-Banden treiben ihr Unwesen und wagen sich derweil sogar bis an die Stadtmauern. Klingt, als wärt ihr mit der Situation unzufrieden. Bis an die Stadtmauern, ihr unternehmt nichts dagegen. Nehmen wir die Eins. Unzufrieden, ihr seid gut bei allen Göttern. Ich koche vor Wut. Goblins vor den Mauern der Stadt, die ich zu beschützen geschworen habe, und mir sind die Hände gebunden. Andererseits ist die Entscheidung des Stadtrats natürlich gerechtfertigt. Die Gruppe, die sich da draußen breit gemacht hat, ist einfach zu groß.
Ich habe gerade mal die Handvoll Männer zur Verfügung. Ein Ausfall wäre daher Selbstmord. Aber wenn ich mir euch so ansehe, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, wie ihr eure Reise fortsetzen könnt.